Hi zusammen, hier sind Monika und Elke mit unserer neuesten Konversation. Es geht diesmal um in unserer Reihe Offenbare deine Vollkommenheit, der Weg in die Veränderung. Geht es um die Fülle des Lebens. Öffne dich für die Fülle des Lebens. Und da wollte ich dich, Elke, als erstes mal fragen, was verstehe mir eigentlich unter der Fülle des Lebens, unter Überfluss? Ja, erstmal hi Monika und hi. Hallo alle zusammen. Und viele verstehen natürlich Fülle des Lebens. Also wir haben das ein bisschen vom Englischen übernommen, Abundance, übersetzen viele mit Reichtum. Reichtum wird natürlich wieder mit Geld gleichgesetzt. Und viele meinen, je mehr Geld ich habe, desto glücklicher bin ich, was in keinster Weise die Wahrheit ist. Ich meine, man braucht sich nur Leute angucken, die viel Geld haben. Die wenigsten sind glücklich. Das heißt, man braucht ein bisschen mehr, um wirklich die Fülle oder den Reichtum des Lebens reinzulassen. Und wirklich die wenigsten heutzutage sind noch so offen, dass sie einfach Dinge annehmen können, die in ihr Leben kommen. Also kleine Geschenke, sei es denn, wenn dir jemand einen Kaffee anbietet oder dich einlädt auf ein, was weiß ich, auf ein Mittagessen. Auf ein Bier oder Mittagessen. Ja, dann denkt man gleich, genau. Man ist verpflichtet, weißt? Dann muss man gucken, dann denkt man, um Gottes Willen, dann muss ich den wieder einladen oder sowas, anstatt einfach sich nur zu freuen. Das ist eben speziell in Deutschland, wenn dich einer einlädt, oh Gott, ja, dann muss ich den einladen, dann lädt der mich wieder ein und dann muss ich mich anziehen. So ist es. Anstatt einfach dieses Geschenk anzunehmen, ohne, wenn man sich dann irgendwann mal sich wieder trifft und du hast eine Eingebung vom Herzen, dass du denjenigen einlädst, okay, wenn nicht, dann kriegt er das irgendwo anders wieder zurück. Das ist wirklich dieses, Reichtum im Leben, sei es denn in der Liebe, in der Gesundheit und eben geldmäßig annehmen zu können und zu erhalten, sollte man sich erstmal im Kleinen dazu öffnen, die Geschenke anzunehmen, die einem das Universum oder Gott, wie auch immer ihr das bezeichnet, bereitstellt, weil das Universum will eigentlich oder Gott will eigentlich immer geben und es ist dadurch wirklich, die meisten Leute gehen raus mit irgendwelchen Erwartungen, wie was auszusehen hat. Das ist schon mal was wirklich den Fluss aufhält. Ja, ich kann da ein kleines Beispiel geben. Zum Beispiel hatte ich immer Probleme, wenn mein Freund mir wollte einen Kaffee machen, dann habe ich immer Angst gehabt, boah, der tut mir da zu viel Milch rein oder zu wenig Zucker oder es ist zu heiß oder zu kalt. Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich mach's mal lieber selber, anstatt mich einfach zu freuen, dass er mir einen Kaffee macht. Und das ist so dumm gewesen. Also ich habe echt lang gebraucht, mir das abzugewöhnen, so. Komisches klingt, ne? Aber das hat auch damit zu tun, finde ich, gell? So ist es, weil dein Freund merkt dann die Ablehnung und dann irgendwann hört er auf, dir das anzubieten und auch bei anderen Sachen und so ist es in anderen Bereichen genauso. Weil und viele Kinder hören ja auch, ja, wenn der Onkel dir da Geld geben will oder das und das, dann musst du erst mal Nein, Danke sagen. Ja, warum? Ich meine, der will dir das ja geben. Ja, genau. das war bei mir genauso. Diese Konditionierung, du musst erstmal Nein sagen, weil man das halt so macht. Ja, wer hat das gesagt? Ich meine, wenn er dir das nicht geben will, wird er es dir wohl nicht anbieten. Und das ist genauso mit dem Universum. Das Problem ist, man hat seine Erwartungen
Es muss genauso aussehen, wie ich das will. Das heißt, das Universum bietet dir basically grundsätzlich eine ganze Bäckerei an, aber du kommst daher und sagst, ach, ich will ja nur den einen Kuchen da haben. Wenn ich den Kuchen kriege, dann bin ich ja schon glücklich. Und das Universum will dir die ganze Bäckerei geben. Und dann einfach durch das, dass man Erwartungen hat, und ja, du hast einen Kuchen im Kopf und keine Bäckerei und sagst dann, hey, ich will aber den Kuchen haben. Und denkst, du wirst noch betrogen, weil du eben nicht diesen Kuchen sofort kriegst, ne, sondern die Bäckerei, um dir ganz viele Kuchen zu machen, und du siehst es nicht immer. Also, ja, und den Bäcker noch mit dazu, weil du brauchst es ja gar nicht selber machen. Wow. Ja, aber das ist wirklich so, durch unsere Erwartungen, das meint, möchte das in einer bestimmten Weise haben, und wenn das nur nicht so ist, dann sehen wir die Geschenke gar nicht, die da eigentlich wirklich sind. Und dann oftmals lässt man Gelegenheiten vorbeigehen, wo sich geöffnet hätten, dass man wirklich mehr Geld erhält, vielleicht einen besseren Job oder irgendwas oder ein Geschenk von jemand, wo einfach jemand, also dir Freude machen wollte, aber indem man einfach diese Gelegenheit nicht sieht und was ablehnt, ist diese Gelegenheit vorbei und du verwehrst dir das, weil du irgendwas im Kopf hast, dass es so sein muss. Eben dein Freund macht den Kaffee vielleicht falsch, dann sage ich lieber nein. Anstatt den Kaffee anzunehmen, und wenn er wirklich zu heiß oder zu kalt ist, ich meine, zu heiß ist ja auch nicht so ein Problem, dann sagst du ihm halt, du, ich hätte das halt gern so, und dann macht er das ja auch gern wieder, weil das ist eben die Liebe zeigen, die oft sich öffnen, die Sachen zu erhalten. Und im Kleinen halt. Man sieht das in der Natur, dass in der Natur gibt's keinen Mangel. Ja. Es ist wirklich, es gibt alles zu Genüge. Die Tiere sind immer versorgt. Und genauso haben auch wir immer genug. Es ist nur wirklich die Erwartung, dass der Verstand sagt, ja, der Nachbar hat dieses Auto, dann muss ich ein größeres Auto haben. Oder einfach, weil der andere mal vergleicht sich und der andere hat das, dann misst man sich. Also Fülle ist halt mehr zu haben, wie der Nachbar hat. Mhm, ja, das ist also auch so ein Kardinalfehler. Nicht? Ich will gern ein Auto haben, aber es muss so eins sein, das mit roten Sitzen und größer wie im Nachbar sein. Und ja, eben das nicht. Ja, genau, aber vielleicht von deinem ganzen Bienen, von deinem erweiterten, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, du bist, Wesen? Wir sind, ja, von deinem erweiterten Wesen, dein Higher Self, dein höheres Selbst weiß genau, was du willst, nicht was dir anerzogen worden ist, was du willst, sondern was du wirklich genießen würdest. Und vielleicht ist es ja ein Auto eben ein ganz anderes Auto. Einfach, es wird sich ergeben. Einfach offen sein für die Sachen, wo das Universum dir bietet und dein Higher Self und dieses annehmen und genießen und einfach damit zeigt man, dass man mehr offen ist, und dann irgendwann kommt wirklich die ganze Bäckerei, und die Bäckerei ist hier bildlich für alles, was du dir wirklich wünschst, von einer Perspektive, die nicht vom Verstand kommt, von dem Kleinen, sondern von einer höheren Perspektive, die ganz genau weiß, was du wirklich oder was dich wirklich erfüllt und was dir wirklich Spaß macht und was du wirklich genießen wirst. Genau. Dazu wirst du noch ein Recording dann liefern zu dem Thema. Das Recording ist schon fertig und das ist in der Membership. Also jeder, der dafür absigned, wie sagt man im Deutschen? Unterschreibt, subscribe. Ja, ja, also der da sich einträgt. Ja, so ist es, der das kauft quasi. Sich anmeldet. genau. Das ist eine monatliche Membership, Mitgliedschaft, und das jede Woche ein neues Recording. Das erste ist eben Fülle
entgegennehmen. Und dieses Recording öffnet euch ab, diese Fülle anzunehmen und wirklich diese Sachen zu releasen, die euch davon abhalten, also loszulassen, die euch davon abhalten, Fülle anzunehmen. Und wir empfehlen da, eine Serie ist, empfehlen wir oder ist es angeraten, dieses erste Recording für 10 Tage anzuhören. Und nach einer Woche kriegt ihr dann ihr kriegt eine E-Mail mit dem Link, das ladet ihr runter und dann für eine Woche täglich mindestens einmal anhören, wenn möglich 2 oder 3 Mal. Und dann eine Woche später kommt das nächste Recording automatisch in die Inbox und dann dieses zweite Recording auch mit anhören und nach 10 Tagen dann wechseln zum dritten mit dem zweiten und quasi immer 10 Tage die Recordings anhören. Dann wirklich diese Serie, die zielt darauf ab, alles zu entfernen, das nicht zu euch gehört. Das enthält Aktivationen, es removed gewisse Core Fears und die Angst vor Veränderungen und also alles, was wirklich uns zurückhält, dass man wirklich davon unser ureigenstes Ich zu verkörpern und zu leben und wirklich Spaß im Leben zu haben. Genau. Und dann wollte man ja noch eine kleine Übung anbieten. Ja, Monika, was wolltest du sagen? Ja, die Angst vor Veränderungen wird dann auch das nächste Thema sein, denn es ist ja oft auch so, dass wir die Fülle nicht annehmen können wollen, weil wir einfach Angst haben vor dem, was danach kommt. Zum Beispiel, ich wünsche mir eine neue Arbeit und dann wird meine alte gekündigt und dann kriege ich Angst und um das zu verhindern oder ja, damit man damit umgehen kann, haben wir dann die nächste ganz Lektion genau. sozusagen. Oder das nächste Recording wo zum Anhören ist und dann werden wir eine Konversation dazu wieder anbieten, wie diese hier auch. Einfach das wirklich mit auch einer Übung wieder drin. Ja. Und dass ihr die Gelegenheit habt, das auch wirklich zu integrieren und die Guidance habt. Denn das ist wichtig, denn Veränderungen werden definitiv stattfinden, wenn man das durchzieht. Ja. Und dann darf man natürlich sich nicht davor fürchten, dass eintrifft, was man sich wünscht. Nicht? Ja, das eine geht ohne das andere im Regelfall nicht. Und wirklich, was in Store ist, ist wirklich das, was für euch das Beste ist, für jeden Einzelnen, jeder ist unique. Einzigartig und wie gesagt, das Universum, Gott weiß ganz genau, was am besten für jeden Einzelnen ist und ist immer dabei, das Beste für einen zu liefern und es passiert alles immer für einen und nicht das passiert einem nicht, sondern es passiert für einen. Also man ist nicht Opfer, sondern Genau, also das ist nur alles immer, wenn was falsch läuft, dann heißt es, man ist auf dem falschen Weg. Und es ist wirklich, das Universum will jedem Einzelnen immer das Beste geben. Es ist nur manchmal machen wir die falschen Requests oder es ist einfach alles mind-based. Mhm, und genau. diese Serie wird euch auch helfen, von eurem Verstand in das Herz zu rücken, wo die ganze Kreation oder die Attraction, also Law of Attraction. Ja, das Gesetz der Anziehung stattfindet. Also das Herz kreiert quasi die Fülle nachher. Das kann der Verstand nicht machen. Der ganz Verstand genau. Macht nur diese Begrenzungen. Der sagt dann, oh, dein Auto ist halt kleiner wie das vom Chef. Das genau. Ist das, was der Verstand dazu beiträgt. Genau, aber das Universum oder Gott, der wird dir genau das bringen, was dir am meisten Spaß macht und was am besten für dich ist. Und, genau. Und wenn dann Änderungen kommen, dann einfach diese Erwartungen ablegen, wie was auszusehen hat. Und unsere Übung für diese Woche ist die, dass, also wenn ihr morgens aufwacht,
einfach herzugehen und rauszustellen zum Universum. Zeig mir die Geschenke, die heute für mich im Store sind, die du heute für mich hast. Und dann einfach den Tag zu gestalten und wirklich zu sehen, die Abundance, die Fülle um einen rum. Und dann, wenn man dann ein Lächeln kriegt von jemand anders, zurückzulächeln und das als Geschenk zu sehen. Wenn jemand anfängt, mit einem zu reden, das als Geschenk zu sehen und offen da in die Dinge reinzugehen. Und wenn tatsächlich mal jemand kommt, vielleicht abends bietet euch ein Bier an, da zu sagen, hey, ja, gucken wir mal, schauen wir mal, vielleicht, was sich ergibt, vielleicht eine Freundschaft. Vielleicht mal auch mehr, vielleicht ist es auch nur eine nette Konversation. Einfach offen sein und diese Geschenke, weil das sind Geschenke, annehmen und wirklich die Fülle, die wirklich schon im Leben vorhanden ist, man sieht sie nur selten, zu sehen, zu akzeptieren und zu appreciaten, zu wertschätzen. Zu wertschätzen, genau. Und ja, das ist die Übung für die nächste Woche, die ich wirklich jedem anrate, und dann sieht man wirklich, das öffnet euch zu die Fülle zu erhalten und wirklich auch zu sehen, dass Fülle und Reichtum nicht nur mit Geld zusammenhängt, sondern mit allem im Leben. Alle Bereiche im Leben sind davon betroffen. Ja. Schön. Dann lassen wir es für heute und ja, sind wir fertig für heute und wir danken euch fürs Zuhören und wir hören euch oder ihr hört uns nächste Woche auch mehr. Wir würden uns wirklich freuen, euch in ganz viele Anmeldungen zu kriegen von euch. Genau, das, weil wirklich unser Herzenswunsch, unser beider Herzenswunsch ist es, es ist wirklich ein sehr einfaches Prinzip, vom Verstand in das Herz zu moven und das Leben aus von einer herzbasierten Basis aus zu leben. Und das ist, dieses zu verbreiten, ist unser Herzenswunsch. Und mit dieser Serie wollen wir jedem helfen, der dazu offen ist, wirklich das Leben zu genießen. Transformieren, genießen, Spaß zu haben, die Liebe des Lebens zu finden, Freundschaften aufzubauen, Gesundheit aufzubauen und logischerweise Fülle. Genau, denn dafür sind wir hier. Wir sind nicht hier auf der Erde, um irgendwie im Knast zu sitzen, sondern um Spaß dran zu haben und zu genießen. Ganz genau. Und das wäre letztendlich, was jeder irgendwann mal feststellen wird, und dann ist diese Welt ein ganz anderer Platz. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf jegliche, also drauf, euch in der Membership zu haben. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.